Und wir haben Zeit, nochmal darüber zu sprechen und vor allen Dingen einen Ausblick zu nehmen, vor was die Partei jetzt gerade steht. Und ich freue mich sehr, dass Reinhard Bütikofer hier ist zum Gespräch. Er ist derzeit außenpolitischer Koordinator der Grünen im Europäischen Parlament und war von 2002 bis 2008 mit Claudia Roth zusammen Parteivorsitzender. Ja, es ist eine spannende Zeit, die auf die Grünen jetzt zukommt, weil letztendlich sich alles neu ordnet in Regierungsverantwortung im Bund. Was ist da die größte Herausforderung, wenn Sie jetzt auf Ihre Partei blicken? Einmal hatten wir bis jetzt eine vergleichbare Situation. Das war schon länger her. Das war 1998, als wir mit Joschka Fischer als Frontmann in die rot-grüne Koalition gegangen sind. Und zum ersten Mal und gleich unter sehr schwierigen, auch außenpolitisch außerordentlich herausfordernden Bedingungen Regierungsverantwortung übernehmen. Sie spielen dann auf den Jugoslawienkrieg. Genau. Und ich glaube, wir sind heute, wo wir jetzt wieder in der Bundesregierung eingetreten sind, besser gerüstet dafür. Wir haben eine breitere gesellschaftliche Basis, nicht nur, weil wir in der Mitgliedschaft enorm zugelegt haben, sondern weil auch in den letzten Jahren das Entscheidende gelungen ist, vieles, was früher nur als grüne Idee galt, zum Gemeingut in unserer Gesellschaft zu machen, sodass man viele Verbündete finden kann. Deswegen ist hier auch gestern und heute die ganze Zeit von Bündnispartei die Rede. Das ist nicht nur ein Wunsch, den wir haben, sondern das ist auch eine reale Option. Und ich glaube, wir haben auch eine bessere Voraussetzung, weil wir viel Regierungserfahrung gerade in den Ländern gesammelt haben. Und trotzdem bleibt die Herausforderung, eine entscheidende Herausforderung für den neuen Bundesvorstand wird es sein, dafür zu sorgen, dass die Partei nicht nur das Nebengeleis ist für Exekutivhandeln oder für Bundestagsdebatten, sondern dass die Partei, so wie es das Grundgesetz vorsieht, lebendig beiträgt zur Willensbildung im Volk und dafür ein Standbein liefert, neben dem, was wir in der Exekutive tun können. Wir sprechen darüber gleich noch mal ein bisschen näher. Sie haben es gerade angedeutet, den Aspekt einer Bündnispartei. Da gab es gestern ja durchaus auch kritische Stimmen, die gesagt haben, das hat sich aber nicht ganz so erfüllt. Jetzt sind Sie einer der Parteistrategen, kann man fast sagen. Das Wahlergebnis im letzten Jahr bei der Bundestagswahl, fast Verdopplung für die Grünen, keine Frage. Aber die Anschlussfähigkeit, die Sie gerade beschreiben, die hat ja dann doch auch noch mal zur Kehrtseite gebracht, dass eben das nicht ausgereicht hat, ins Kanzleramt einzuziehen. Das muss man ja vielleicht auch noch sagen, obwohl das ein Ziel war der Grünen. Ich fand es interessant, dass gestern in der Hinsicht der schärfste Kritiker aus Stuttgart kam. Das war Winfried Kretschmann, der in solchen Fragen selten ein Blatt vor den Mund nimmt. Dafür muss man ihn schätzen. Und der da auch eine große Legitimation hat, weil er vorgelebt hat in Baden-Württemberg, wie das geht. Ja, wie man die Partei so aufstellen kann, dass sie für alle Kreise in der Gesellschaft mindestens ein interessanter Gesprächspartner, wenn nicht gar ein Partner in der Gestaltung von einer besseren Zukunft werden kann. Und daher gebe ich ihm viel Legitimität. Ich würde allerdings sagen, zu dem, was er betont hat, dass man sich für die Wirtschaft öffnen muss, damit bin ich jetzt auch schon seit vielen Jahren unterwegs wie ein Mönch mit einer tibetanischen Gebetsmühle. Aber das hat Annalena zum Beispiel gut gemacht im Wahlkampf. Das hat auch Robert gut gemacht. Das wurde gestern auch erwähnt. Das haben die gut gemacht. Aber zum Beispiel ist mir schon aufgefallen, dass gestern Fridays for Future nicht so oft vorkam in der Diskussion. Und ich glaube, auch diesen Teil der rebellischen Bewegungen, mit denen wir uns ins Benehmen setzen müssen, ohne einfach ihr verlängerter Arm im Parlament sein zu können. Auch das gehört zu den Aufgaben eines Bundesvorstandes. Ja, und zur Aufgabe in der Demokratie, da wird es also auch noch Diskussionen geben, auch für Ihre Partei. Ich würde gerne noch mal den ersten Gedanken aus der ersten Antwort von Ihnen aufgreifen, nämlich das Thema auch der Außenpolitik. Mit Annalena Baerbock haben wir eine grüne Außenministerin.
Wirtschaftsministerin. Robert Habeck besetzt das Wirtschaftsministerium. Die letzten zwei Wochen gab es gerade in Sachen der Ukraine-Krise einen Großaufwand an diplomatischen Gesprächen. Sie als Europapolitiker sprechen sich ja auch immer dezidiert für eine klare Kante gegenüber Russland aus. Wie schwierig ist das aber jetzt auch, gemessen an den moralischen Grundsätzen, denen die Grünen haben, dann auch in Realpolitik die richtigen Antworten zu geben auf diese Krise? Ich glaube, in der Auseinandersetzung mit den stärker werdenden und aggressiver auftretenden autokratischen Regimes, und da fällt einem sofort Putin ein, aber es fällt auch Xi Jinping ein, es fällt Erdogan ein, das sind leider nicht nur ganz wenige. In der Auseinandersetzung mit denen ist das Festhalten an den Werten, die uns prägen, elementarer Bestandteil der Realpolitik. Das ist nicht eine Sideshow, das ist nicht etwas, was man macht, wenn das Tagesgeschäft vorüber ist, wenn man für die Sonntagsrede sich Zeit nimmt, sondern das Festhalten an den Werten und das Bilden von Kooperationsoptionen, die strategische Solidarität zwischen Demokratien zum Beispiel, das ist Voraussetzung dafür, dass wir gegenüber diesen antidemokratischen Kräften, die auch international gerne zurückkehren möchten zur unumschränkten Herrschaft von Großmachtpolitik, die sich nicht an verbindliche Regeln halten wollen, das ist zentral. Aber machen wir es mal konkret, weil das ist jetzt ein Thema. Die Bundesverteidigungsministerin stellte diese Woche der Ukraine in Aussicht, 5000 Helme zu senden. Da habe ich erst an Blauhelme gedacht, aber sie meinte tatsächlich nur Helme. Wir haben die Debatte auch in den Grünen gehabt im letzten Jahr. Robert Habeck, der ja in der Diskussion Defensivwaffen für die Ukraine forderte. Sie sprachen es gerade an. Es gibt letztendlich aber auch Punkte der DNA, der elementaren Bedingungen, die dann in der Realpolitik auch eine Rolle spielen müssen. Wo sind denn da die Grenzen, die die Grünen auch definieren müssen? Wie weit muss man Kompromisse machen und wo muss man auch entsprechend seiner Ziele ganz klar hart bleiben? Ich glaube, da haben wir noch eine schwierige Diskussion vor uns. Nicht nur wir Grüne, sondern Deutschland insgesamt. Man kann ja mit Händen greifen, dass gegenüber der aktuellen Außenpolitik nicht nur des Bundeskanzlers, sondern auch des neuen Oppositionsführers enorm viel Misstrauen existiert in anderen europäischen Hauptstädten und auch in den USA. Ist dieser Schlingerkurs der Bundesregierung ein Problem? Also gerade auch jetzt mal aus der europäischen Perspektive, weil Sie spielen ja genau auch das Thema gerade an. Ich kann natürlich unmöglich Ihr Wort vom Schlingerkurs unterschreiben, aber dass wir ein Problem haben, ist unbestreitbar. Und an der Stelle bin ich stolz, sagen zu können, dass da Annalena Baerbock und auch Robert Habeck für Stabilität und Orientierung sorgen. Übrigens, das wird nicht nur ihr Thema sein. Die ganze Transformation, um die es uns geht, klimagerechte Politik, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man die außenpolitische Dimension dieser Veränderungen nicht strategisch mitdenkt. Deswegen ist er da zwangsläufig mit im Boot. Und ich würde sagen, die 5000 Helme, das ist bestenfalls peinlich. Das ist bestenfalls peinlich. Jetzt gehöre ich nicht zu denen, die die ganze Zeit sagen, wir müssen Waffen liefern. Da zurückhaltend zu sein, halte ich für richtig. Ich finde allerdings die Begründung falsch, zu sagen, wegen der deutschen Geschichte dürfen wir nicht. Weil Nazi-Deutschland hat dem ukrainischen Volk noch Schlimmeres angetan als dem russischen. Also wenn wir aus der historischen Verantwortung argumentieren, haben wir auch eine Verantwortung, den Ukrainern gegenüber solidarisch zu sein bei der Verteidigung ihrer Selbstbestimmung. Ja, und das geht ja letztendlich auch um die Werte auch der Europäischen Union, auch richtig, unserer freien Gesellschaft. Da hat das sogar Russland mehrfach unterschrieben. Ja. Ja. Nur im Moment glaube ich noch, der entscheidende Beitrag, den wir leisten können, ist, mit den Dingen, wo wir stark sind, und das ist Wirtschaft, Russland gegenüber sehr klar zu machen, der Preis wird hoch, wenn Putin sich auf dieses aggressive Manöver einlässt, mit dem er jetzt seit Monaten droht. Das ist das, worauf Deutschland sich konzentrieren muss. Das geht aber nur, wenn man nicht alles, was möglicherweise wirksam wäre,
jetzt gleich vom Tisch nimmt. Wenn Herr Merz sagt, also SWIFT geht gar nicht, ist falsch. Wenn irgendjemand in der SPD sagt, also Nord Stream kann man sich nicht vorstellen, dass da was passiert, das ist falsch. Wir müssen, wenn wir eine Wirkung haben wollen der deutschen Politik, müssen wir an der Stelle sehr konsequent sein, so wie Annalena das sagt. Und wenn wir das nicht tun, werden wir nur ernten, erstens Misstrauen und zweitens, dass die Forderungen, dann hilft wenigstens mit Waffen, noch stärker werden. Also ich höre, da gibt es noch eine ganz wichtige Diskussion, die gesellschaftlich, aber auch politisch in der Regierung noch zu führen ist. Und durchaus, auch wenn Sie nicht unterschreiben, dass Deutschland einen Schlingerkurs gerade hat, noch in einem Findungsprozess auch der außenpolitischen Rolle vielleicht die ein oder anderen Akzente gesetzt werden müssen. Blicken wir mal aus dieser Analyse von Ihnen nach vorne. Jetzt in wenigen Minuten erwarten wir die Wahl des neuen Parteivorsitzes hier von der Bündnis 90 Die Grünen. Mit Omid Nuripur zieht ein bewährter Außenpolitiker mit hoher Wahrscheinlichkeit sozusagen die Karte und wird neuer Parteivorsitzender, zusammen mit Ricarda Lang. Worauf kommt das an? Was wird Ihre Aufgabe sein? Und jetzt nehme ich Ihre außenpolitische Perspektive, aber auch Ihre Expertise mal, die ich anfragen oder fragen will, als ehemaliger Parteivorsitzender zusammen. Worauf kommt das jetzt an für die neuen beiden an der Spitze der Grünen? Erstens glaube ich, das ist ein sehr gutes Angebot. Ich hoffe, der Partei... Das müssen Sie jetzt sagen, ist ja klar. Nein, weil ich die lange kenne. Omid kenne ich am längsten, aber ich kenne die anderen auch. Das ist ein sehr gutes Angebot. Das sind sehr reflektierte Menschen. Das sind welche, die ihren eigenen Kopf haben. Und das ist an so einer Stelle immer wichtig. Es sind aber auch Menschen, die in der Lage sind, ans Ganze zu denken und immer, nicht immer nur den kurzfristigen und den eigenen Vorteil ins Zentrum zu rücken. Aber es kommt nicht nur auf die zwei an der Spitze an, das würde ich hinzufügen. Und wir haben aus Nordrhein-Westfalen eine Kandidatin für den stellvertretenden Parteivorsitz, wir haben aus Thüringen Kandidaten für den stellvertretenden Parteivorsitz, die nicht bekannt sind, aber viel Erfahrung mitbringen. Und auch die neue, voraussichtlich neue Bundesgeschäftsführerin hat ein ganz gerütteltes Maß von Erfahrung. Das heißt, ich glaube, wir kriegen da ein gutes Team. Und was müssen Sie machen? Naja, dreierlei. Sie müssen den Laden zusammenhalten. Sie müssen deutlich machen, dass grüne Politik zu vertreten nicht einfach darin aufgeht, den jeweils gerade möglichen Regierungskompromiss für sakrosankt zu erklären, sondern Wege aufzuzeigen, wie von dem, was wir jetzt hinkriegen, was aber insgesamt noch ungenügend ist, der Pfad weitergehen kann zu dem, was eigentlich geboten wäre. Und Sie müssen auch mal im Zweifel in der Lage sein, Nein zu sagen. Das können Sie am besten, wenn Sie nicht sich auf eine Beobachterrolle zurückdrängen lassen nach dem Motto, der Bundesvorstand kommentiert montags, was die Regierung in der letzten Woche gemacht hat, sondern wenn Sie selber Gestaltungsräume eröffnen. Und das traue ich Ihnen zu. Das war eine ganze Menge Vorschläge, sagt Reinhard Bütikofer hier für den neuen Vorstand. Ricarda Lang ist ja von zu Hause zugeschaltet, weil die Corona hat. Vielleicht sieht sie Phoenix, dann hat sie vielleicht hingehört, was Sie den beiden empfehlen. Ich sage ganz herzlichen Dank für das Interview.